So klar, lieber Jens, du hast für 3 Minuten das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Jens Bitzker, ich komme aus dem Kreisverband Bautzen und ich war vor einigen Tagen an der Spree und habe euch mal etwas Spreewasser mitgebracht. Also direkt in Spreetal, Übergang zu Brandenburg. Und wenn ich das jetzt mal umdrehe, also so ist das Spreewasser bei uns in Brandenburg. Und zur Erläuterung, also um an die Braunkohle zu kommen, muss sozusagen der Grundwasserspiegel abgesenkt werden. Und da kommen dann also die Gesteine kommen dann mit Sauerstoff in Verbindung. Und wenn der Braunkohleabbau beendet ist und der Grundwasserspiegel wieder ansteigt, dann wird Eisenhydroxid, das, also Rost und Sulfat ausgespült. Und was wir jetzt sehen, ist laut den Untersuchungen, wird sich das etwa 50 bis 100 Jahre wird das dauern, bis die Spree wieder so klar ist, wie ich sie noch als Kind gekannt habe. Und ich habe einen Änderungsantrag gestellt und ich freue mich sozusagen, dass es die Antragskommission vorgeschlagen hat, diesen Änderungsantrag zu übernehmen. Denn da muss endlich auch weiter was dagegen getan werden. Da gibt es technische Möglichkeiten, aber klar wird es erst in 50 bis 100 Jahren sein. Also einige von uns werden das nicht mehr hier erleben. Ich wahrscheinlich auch nicht mehr, aber die grüne Jugend vielleicht. Also schaut euch das dann vielleicht mal in 50 Jahren in Spreetal an. Und Spreetal ist nicht nur ein Negativ. Also Spreetal ist eine Gemeinde mit 1900 Einwohnern. Es gibt aber eine grüne Liste mit 11 Personen. Also 11 Personen kandidieren da. Die sind parteilose Menschen, sind uns aber sehr nah. Und der Gemeinderat hat 12 Personen. Also wir werden es nicht ganz schaffen, aber es kandidieren 11. Und schauen wir mal. Und ich lade euch gern ein, wenn wir dann sozusagen den Gemeinderat da übernehmen. Vielleicht so, kommt vorbei und wir freuen uns. Dankeschön.